Manchmal in unserem Leben stehen wir an einer Lebenskreuzung. Wir wissen nicht, wo sollen wir hingehen? Mache ich noch das Studium? Wechsle ich den Job? Bleibe ich bei dem Partner? Mache ich eine neue Ausbildung? Wann immer du einen sogenannten Entscheidungskonflikt in deinem Leben spürst, mache einmal Folgendes. Nimm dir ein leeres Blatt Papier, mal dir da eine Zeitlinie drauf. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und du malst dir einen Berg von der Gegenwart in die Zukunft. Das ist dein Entscheidungskonflikt, das ist dein Problemberg. Und darunter schreibst du dir jetzt alle Möglichkeiten, die du entscheiden könntest. Nehmen wir mal Partnerschaft. Welche Möglichkeiten hast du, wenn du spürst, dass da eine leichte Unzufriedenheit ist? Du kannst einfach da bleiben. Du kannst dich trennen. Wir Frauen haben manchmal so Strategien, wir suchen uns erst einen neuen und gehen dann. Und du schreibst dir alle Möglichkeiten runter. Und dann befragst du dein Unterbewusstsein. Nämlich, tu mal so, als ob du jetzt und heute und hier entscheidest, du bleibst bei deinem Partner. Fühl ins erste Gefühl. Dann frag dich, wie geht's dir in einem Jahr? Besser, schlecht oder gleich? Dann frag dich, wie geht's dir in 5 Jahren? Besser, schlecht oder gleich? Das war nur ein Probelauf. Jetzt wischst du die Tafel gedanklich frei. Zweite Frage. Wenn du dich von deinem Partner trennst und du tust so, als ob du es jetzt und heute und hier entscheidest, wie fühlst du dich? Besser, schlecht oder gleich? Meistens ist dann eine große Angst da. Wie geht es dir in einem Jahr? Oft ist dann besser. Wie geht es dir in 5 Jahren? Und dann kommt oft die Antwort, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Immer noch nichts entscheiden, Tafel frei wischen. Wie geht es dir, wenn du Weg 3 probierst? Und so kannst du alle Wege ausprobieren. Und erst wenn du alle Wege ausprobiert hast, lehnst du dich ein Stück zurück und fragst dich, bei welcher Lösung habe ich mich langfristig am besten gefühlt? Denn wir fühlen uns immer dann gut, wenn wir das Problem überwunden haben, wenn wir über den Berg sind. Also frage dich, wie geht es dir hinter dem Berg?